Die Menschen denken, dass es in Beziehungen nur um Liebe geht. Nein. Eine Beziehung ist ein enormes Maß an Management. Wenn du es nicht managst, wird es sterben. Die meisten Liebesbeziehungen sind so. Nur die ersten wenigen Tage ist es Freude, danach nur noch Ängstlichkeit. Einige eine totale Katastrophe, okay? Ich würde dir gerne einen Schlüssel in die Hand geben, in dem du deine Emotionen von selbst versüßen kannst, ohne fremde Hilfe von außen. Bist du interessiert? Weißt du, heutzutage ist es wie ein Knopf, dass man jemanden kennenlernt, sich verliebt und dann sagt, nein, das ist nicht die richtige Person. Und schon ist man mit einer anderen Person. Was genau ist also wahre Liebe? Und kann wahre Liebe wirklich zweimal, dreimal geschehen? Also, ich wollte das wirklich verstehen. Schau, es gibt etwas, das man Liebe nennt, und es gibt etwas, das man Beziehung nennt, okay? Eine Beziehung entsteht zwischen zwei Menschen. Das ist eine andere Sache. Es handelt sich um eine Transaktion bestimmter Art. Welche Ebene der Beziehung? Wenn man heute das Wort Beziehung in den Mund nimmt, denken die Menschen leider nur an körperliche Beziehungen. Nein. Wenn du einen Bruder oder eine Schwester hast, hast du eine Beziehung mit ihnen. Aber das bedeutet nicht, dass sie körperlich ist. Du hast Eltern, du hast eine Beziehung mit ihnen. Du hast Freunde, du hast eine Beziehung mit ihnen. Nun, du hast all diese Radioleute, du hast eine Beziehung mit ihnen. Zu all den Menschen, mit denen du sprichst, hast du eine Beziehung. Es ist also nicht notwendig, dass das Wort Beziehung nur für körperliche Beziehungen gebraucht wird. Aber leider wird es in dieser Generation so verwendet. Als wir aufgewachsen sind, wurde der Begriff noch nicht so verwendet. Aber heute bedeutet eine Beziehung, die Leute denken, dass du eine Affäre mit jemanden hast. Ja, sicher. Eine Beziehung ist also etwas anderes, weil sie 2 oder 3 oder 10 Menschen involviert. Im Moment habt ihr alle hier eine Art von Beziehung zueinander. Dies ist eine Gruppe von Menschen, die eine Beziehung haben. Eine Familie ist eine Gruppe von Menschen, die eine Beziehung haben. In Ordnung? Das ist also eine transaktionale Angelegenheit. Transaktionen können gut laufen, sie können aber auch schief gehen. Jede Transaktion, wie gut sie auch kultiviert sein mag, geht manchmal schief, manchmal läuft sie wunderbar. Denn an Transaktionen sind 2 oder 10 verschiedene Menschen beteiligt. Selbst wenn die Transaktion nur zwischen 2 Personen stattfindet, ist der Rest der Welt in irgendeiner Weise an dieser Transaktion beteiligt. Oft werden zwischenmenschliche Beziehungen nicht wegen der beiden Menschen zerstört, sondern wegen der 3. oder 4. Person irgendwo anders, die etwas anderes damit anstellen wird, okay? Diese Dinge passieren also. Aber wenn wir jetzt über Liebe sprechen, lasst uns Liebe von Beziehung unterscheiden. Liebe ist, was in dir geschieht. Beziehung ist etwas, das du in der Welt tust. Was du in der Welt tust, unterliegt immer verschiedenen Kräften. Jede Transaktion, die wir in der Welt tätigen, unterliegt verschiedenen Realitäten. Wenn du erst einmal in der Welt involviert bist, passiert mal etwas richtig, mal etwas nicht richtig. Denn es gibt eine ganze Menge Management. Die Menschen glauben, in Beziehungen geht es nur um Liebe. Nein, eine Beziehung ist ein enormes Maß an Management. Wenn du sie nicht managst, wird sie sterben. Wenn du sie nicht managst, wird sie zusammenfallen. Aber Liebe ist, was in dir passiert. Sie unterliegt äußeren Kräften nicht. Aber im Moment lassen die Menschen es zu, dass es so ist, leider. Aber eigentlich sollte das, was in dir vorgeht, die Süße deiner Gefühle, nicht von jemand anderem bestimmt werden, nicht wahr? Was in dir geschieht, musst du selbst bestimmen. Was in der Welt passiert, kannst du nicht alles bestimmen. Du hast eine gewisse Rolle, aber es gibt so viele Menschen, die dabei eine Rolle spielen. Oder wenn es 2 Menschen sind, hat der andere auch zu 50% eine Rolle darin. Also wie sie es aufnehmen, was passieren wird, Situationen, eine Vielzahl an Dingen. Aber was in dir geschieht, muss so geschehen, wie du es willst. Was du also als Liebe bezeichnest, ist etwas, das in dir passiert, aber leider haben dir die Leute gesagt, Liebe ist in der Luft. Das heißt, es ist verschmutzte Luft, es muss in Delhi sein. Sogar Delhi hat reine Luft dieser Tage, das hat man mir gesagt. Ich war allerdings schon lange nicht mehr da. Sie liegt also nicht in der Luft. Sie ist etwas, das in dir geschieht. Deine Emotionen haben eine süße Form angenommen, aus welchem Grund auch immer.
Jetzt benutzt du also einen externen Stimulus. Du benutzt die andere Person als Schlüssel, um deine Gefühle süß zu machen. Ich würde dir gerne einen Schlüssel geben, mit dem du deine Emotionen selbst und ohne fremde Hilfe süß machen kannst. Bist du interessiert? Ja, sicher. Dass du deine Emotionen immer süß hältst und der Schlüssel liegt in deiner Hand. Sobald du den Schlüssel an jemand anderen weitergibst, wirst du nur noch Angst haben. Was wird passieren? Was wird passieren? Was wird passieren? Die meisten Liebesbeziehungen sind so. Nur die ersten paar Tage ist es Freude. Danach nur noch Ängstlichkeit. Einige eine totale Katastrophe, okay? Es hängt davon ab, wie viel Verstand sie haben. Aber im Wesentlichen muss das, was in dir passiert, von dir selbst bestimmt werden. Was um dich herum in der Welt geschieht, wird nie zu 100% von dir bestimmt. Sei dir dessen bewusst. Du kannst niemals ganz allein bestimmen, was um dich herum geschieht. Selbst wenn es nur zwei Personen sind, kannst du das nicht bestimmen, weil die andere Person ihr eigenes Ding machen wird. Wenn jemand den Schlüssel dafür hat, nicht du, wenn er es manchmal öffnet, manchmal verschließt und den Schlüssel wegwirft, dann sagst du, Liebe ist ein Desaster. Liebe ist kein Desaster. Beziehungen können leider immer zum Desaster werden. Aber das muss nicht so geschehen. Es ist nur so, dass menschliche Beziehungen manchmal nicht funktionieren werden. Nicht unbedingt zwischen Mann und Frau, dies und das. Auch zwischen Brüdern wird es nicht funktionieren. Zwischen Schwestern wird es nicht funktionieren. Zwischen Eltern und Kindern wird es nicht funktionieren. Zwischen Freunden wird es nicht funktionieren. Ist das nicht wahr? In so vielerlei Hinsicht funktioniert es nicht. Aber wenn du jetzt diese unrealistische Vorstellung hast, dass jemand anderes die Süße der Gefühle in dir schaffen sollte, dann wirst du diese Person definitiv quälen. Definitiv wird diese Person morgen früh weg sein. Also das muss verstanden werden. Liebe ist kein Vorrecht. Du musst liebevoll sein. Was macht das schon? Wer ist hier, wer ist nicht hier? Was spielt das für eine Rolle? Dass deine Gefühle süß sind, ist sehr wichtig für die Entfaltung des Individuums, das du bist. Wenn du in deiner Intelligenz wachsen willst, wenn du in deiner Fähigkeit wachsen willst, wenn du in der Welt auf die effektivste Art funktionieren willst, sollten deine Gefühle immer süß sein.